Kapitel 43. Wahn im Inneren. Wir sind hier noch nicht fertig, Kell. Der orangene Schein um den scheinbaren Drachen war noch greller geworden, während Kell langsam und unstetig rückwärts schritt. Er hatte nicht im geringsten mit einem derartigen Anschlag gerechnet, dementsprechend kritisch kam der Treffer. Auch wenn dem Akani nun dämmerte, was die Wahrheit hinter all diesen Geschehnissen war, jetzt war es wohl zu spät dafür. Elementaras Stimme ertönte direkt außerhalb des Zaunes, offensichtlich zornerfüllt. Was auch immer diese Scheiße hier soll, beende es sofort, Spirit. Du hast das Duell verloren, ob du willst oder nicht. Denkst du, ein Duell bedeutet mir etwas? Oder Team Slash? Elementara Team Nordica war das einzige Liga-Team, welches mir je wichtig war. Bis ich euch verlassen musste als der Feind, als den ihr mich saht. Die Augen der Championess erfüllten sich mit Zweifel, als auch sie die Wahrheit hinter diesen Worten verstand. Und bevor sie reagierte, sprintete Spirit wieder los auf seinen Feind zu. Doch dieses Mal wurde er gestoppt von einer überraschenden Mondgewalt, welche ihr Ziel kritisch traf und den Fokus des Schwarzmagiers löste. Die Tarnung fiel und gab Darkrai nun auch visuell frei, welcher sich hinter dem Komplott befand. Impertinente Ratten, warum wollt ihr nicht endlich sterben? Aurora, welche den Angriff unterbrochen hatte, stand nun zwischen Darkrai und Kell, ihre Teamkollegen, derzeit bei zweiterem. Weil der Plot auf unserer Seite steht. Ihr könnt nicht gewinnen, Darkrai. Wir haben bereits die ganze Plot-Elite geschlagen und auch Epsilon wird folgen. Doch vorher werden wir die Plot-Elite endgültig ausschalten, wenn es denn sein muss. Und mit dir fängt es an. Jedoch schien es nicht, als habe der Albtraumkönig vor, einen weiteren Kampf einzugehen. Gerade nun, wo auch Team Slash und Elementare auf dem Kampffeld ankamen. Heute hattet ihr wieder einmal Glück, aber bald werdet ihr es sehen. Aurora, immer und immer wieder entrinnt ihr dem Tod knapp. Doch Fortschritte macht ihr nicht. Sagt mir, wie lange wird euer Glück halten? Nur ein einziges Mal muss es schwinden. So wie auch ich für heute. Direkt auf das eigene Stichwort verschwand Darkrai in finsterem Nebel und ließ das gesamte Stadion im Ausnahmezustand zurück. Doch Elementara versuchte irgendwie Ordnung wiederherzustellen. Kell, wie geht es dir? Brauchst du Hilfe? Das Löwen-Pokémon hatte sich inzwischen zu Boden gelegt und antwortete sofort. Ich werd's überstehen. Macht weiter, lasst euch von mir nicht aufhalten. Weitermachen. Mashadow schien dieser Gedanke fern zu liegen, ferner als jeder andere. Nicht so. Seraora, möchtest du uns nicht vielleicht etwas erklären? Es ist Zeit gekommen, denkst du nicht? Bist du nicht schon seit Wochen der Hauptverdächtige Epsilon zu sein? Und jetzt auch noch so ein Vorfall, bei dem sich dein angeblicher Freund als Darkrai entpuppt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Der Teamleiter stockte. Bis zu diesem Moment war ihm nicht klar gewesen, dass er tatsächlich Hauptverdächtiger war. Und die gesamte Situation schien ihn ziemlich zu überfordern. Ich habe nichts damit zu tun, ich schwöre es. Woher sollte ich wissen, dass Darkrai sich als mein Freund ausgibt? Nichts davon wusste ich, ich schwöre es. Und warum genau bist du dann erst nach Kampfende hier aufgetaucht? Ganz so, als würdest du Darkrai gar nicht bekämpfen wollen. Dieses Mal wurde Seraora unterbrochen. Von der leisen Stimme seiner Teampartnerin. Er hat mir geholfen. Als der Angriff auf einmal kam. Ist doch alles zu viel für mich, deswegen sind wir doch überhaupt hier. Weil ich im ganzen Stress beinahe jedes Duell verschlafen habe, ist es einfach alles viel zu viel. Auroras Wut ebbte ein wenig ab, als sie Zoroark so reden hörte. Es stimmte, alles, was derzeit geschah, konnte überfordernd sein. Auch für jemanden, der nicht direkt zu Team Polana Watra gehörte. Gerade, wenn man keine zu starke Willenskraft hatte. Also, im Zweifel für die Angeklagten. Ich werde euch glauben, dass dieser Angriff nichts mit euch beiden zu tun hatte. Allerdings wird Kell eindeutig nicht weiterkämpfen können.
Zudem war Dakra als Teil eures Teams eingetragen. Ich werde Team Polana Watra als die Sieger der gesamten ersten Runde eintragen. Also gleich beide Duelle dieser beenden. Also macht euch bereit für Runde 2. Team Slash, wenn ihr verliert, ist es vorbei. Beide Teams sowie Elementara begaben sich so zurück auf ihre Plätze. Kell nahm die Hilfe seines Teams an, um wieder in die Kammer zu kommen, und legte sich hin mit Blick auf den Monitor. Und mit dir ist wirklich alles okay? Wir können jemanden rufen, wenn du Hilfe brauchst. Das Akani wirkte abweisend, wie an seinen frühesten Tagen. Mach dir keine Sorgen um mich. Konzentrier dich auf das Duell. Mit einem unsicheren Blick wandte Aurora sich ab zu ihren anderen Teampartnern. Die Pläne waren geschmiedet. Rund 10 Minuten waren seit diesem Moment vergangen. Aurora trat auf den Aufzug, nervös, aber optimistisch. Monagoras war soeben von seinem Duell gegen Seraora zurückgekehrt. Die beiden waren Gegner auf Augenhöhe, das hatte das Fossil gewusst, doch auch war ihm klar, dass Seraora weniger Wissen über den Kampfstil des ehemaligen Organisators hatte als andersherum. Und durch dies konnte Team Polana Watra eine 1:0 Führung aufbauen. Und das während sie bereits 1:0 in Duellen führten. Dieser Kampf konnte es entscheiden. Wenn Aurora nun gewann gegen Zoroark, das schwächere Glied Team Slashs, dann würde ihr Team Geschichte schreiben. Es war machbar. Mehr als nur machbar. Und das Publikum tobte. Sie alle wussten, dieses ungewöhnliche Duell stand vor seinem Ende. Und was als die Naturgesetze der Liga gesehen wurde, könnte nun fallen. So stand das Polar-Pokémon ihrer letzten Gegnerin, aber Freundin außerhalb des Ringes, gegenüber. Aurora, bevor wir anfangen... Zoroarks Stimme schien zu zittern. Bitte verstehe, ihr dürft nicht gewinnen, Aurora. Team Polana Watra muss verlieren. Verstehe es, bitte. An dieser Anfrage gab es nichts zu verstehen, dachte sich Aurora. Sonst sehe ich euch den Platz gönnen würde, Zoroark. In diesem Ring sind die Dinge anders als außerhalb. Das ist mein Traum und ich werde ihn ausleben. Zoroark sprach schlicht weiter. Ihre Stimme klang, als würde sie brechen. Du siehst es nicht. Es geht nicht um eine Liga. Nicht um einen Rang. Es geht um mehr. In diesem Moment schien sich etwas zu verändern. Die blassen, gelben Augen des Geister-Pokémon begannen grell zu strahlen. Ihre Stimme wurde laut und kräftig, wie Aurora es noch nie erlebt hatte. Es geht um eine Wahrheit, Aurora. Um die Prophezeiung. Team Polana Watra ist bestimmt, hier zu verlieren. Und ich werde diese Bestimmung wahrmachen. Und wenn ich dabei euer ganzes Team bezwingen muss. Ein leichtes, orangenes Leuchten umgab Zoroark, welches Aurora viel zu sehr an jenes erinnerte, welches Darkrai gerade noch vorgezeigt hatte. Und das rote Band, welches sich um Zoroarks Arm wickelte, leuchtete pechschwarz, als würde eine Art Dampf emporsteigen. Was geschah auf einmal mit dem Pokémon, welchem alle immer so vertraut hatten? Für die Zukunft einer leuchtenden Welt werde ich gewinnen, ob du es akzeptierst oder nicht. Der Rauch ihres Armes verdeckte die Sonne am Himmel. Für die Wahrheit erheben sich die Schatten, welche die Sonne des Landes verdecken. In den Stunden, in denen die Licht der Finsternis den Weg weist. Es ist genug. Figuren bildeten sich aus dem schwarzen Nebel. Drei an der Zahl. Es waren reine Silhouetten, jedoch in Form zu bekannter Pokémon. Ein großer Drache, lang und von Zacken übersät. Ein Schatten, dunkel wie dreist. Und ein fossiler Vierbeiner mit einer Mähne, die Polarlicht versprach. Schatten und Licht, Licht und Schatten, Gegensätze und doch dasselbe. Sie begründen einander und existieren so als zwei separat. Es ist wie du und ich, Aurora. Zwei Pokémon mit dem Wunsch einer besseren Welt. Und doch Gegenteile. Es ist wie du selber es sagst. Es ist egal, was außerhalb des Ringes geschieht. In diesem Ring sind die Dinge anders. Und in diesem Kreis werde ich nicht fallen. Es schien nicht ein Sekundenbruchteil vergangen zu sein, bevor Zoroark neben Aurora stand. Finstere Kraft in ihren freien Krallen geladen, bereit zum Hieb.
Jedoch reagierte Aurora schnell genug, um zu parieren. Die Zeit für Worte war vorbei. Stattdessen begann ein Kampf, welcher Auroras Erwartung eindeutig übertreffen würde. Was war auf einmal in Seraoras sonst so schüchterne Teampartnerin gefahren? Woher kamen die Schattengestalten, welche nun an ihrer Seite kämpften? Doch bevor das Vulnona ihre Gedanken fortsetzen konnte, musste sie bereits fliegenden Orbs ausweichen, ausgelöst durch den schattigen Andynalos. Schnell erkannte Aurora, dass Defensive ihre Waffe sein sollte. Und das Stadion, welches sie nach eigenen Wünschen formen wollte. Schnell erschuf sie deswegen Unmengen an Eiswänden als eine Art Labyrinth und als Schutz gegen die Überzahl ihrer Gegner. Irgendwo fragte sie sich, ob diese Technik überhaupt erlaubt war. Doch andererseits kämpfte Sorok gerade im Prinzip zu viert, außerdem würde Elementara wohl eingreifen. Und da sie dies nicht tat, konnte sie es nur erwarten. Als die Teamleiterin gerade versuchte, einen Plan zu schmieden, brach die Eiswand direkt vor ihr und Amagagas Schatten brach mit düsteren Felsen hindurch. Zumindest seine Tränke schien dieses Wesen nicht zu haben und war somit im Kampf definitiv das schwächste Glied der schattenden Plot-Elite. Und sollten diese Schatten dieselben Schwächen wie die Originale haben? Ein Pokémon, welches extrem schwach gegen Auroras neueste Technik war. Und tatsächlich, ihr Stahlstrahl ließ den Gegner sofort verschwinden, als wäre er nie da gewesen. Doch ein Sieg war dies nicht. Nicht, solange Zoroark noch kämpfte. Und eben diese sprang soeben auf eine weitere Eiswand nahe Aurora und erblickte die Feindin. Von dieser recht geschützten Position aus schoss sie sofort schier endlose Spukbälle. Jedoch fing Aurora all diese ab, mit Hilfe der magischen Kräfte, welche ihre Spezies ein wenig kontrollieren konnte, und ließ ihm nichts verpuffen. Dies schien Zoroark jedoch zu erzürnen. Ihr orangener Schein wurde heftiger. In diesem Moment überlegte Aurora, wenn auch bei ihrer Gegnerin hier dieses Leuchten Plotkraft wäre, dann hieße das definitiv, dass Zoroark etwas versteckte. Auch wenn Plotkraft, wie Kell und Aurora selber zeigten, nicht zwingend ein Zeichen von Epsilons Anhängern waren. Doch vor allem, wenn dies Plotkraft war, Zoroark wusste vielleicht nichts von Auroras Fähigkeit, feindlichen Plot zu absorbieren. Wenn sie also einen P-Angriff erzwingen könnte. Noch während sie dachte, war sie gezwungen, einen weiteren Hieb zu parieren, da Zoroark nun wieder neben ihr stand. Die Kralle orange glühend. Nicht wie Plot, sondern wie Feuer. Deswegen sorgte auch Auroras Parade nicht für eine völlige Schadensfreiheit. Jedoch wusste das wohl nur, dass Zoroark würde weitere defensive Techniken erwarten. Deswegen würde sie gerade dieser Erwartung entgehen und mit ihren Klauen in den Nahkampf gehen, wie sie es nur selten getan hatte. Und auch viele ein. Sie war selten im Nahkampf und nutzte es deswegen nie. Doch sie beherrschte immer noch Biss, eine Unlichtattacke. Und damit traf sie Zoroark vollkommen überraschend, so dass das Geist-Pokémon in die Wand zurückfiel, von welcher sie gesprungen kam. Eine perfekte Gelegenheit für Aurora, um Mondgewalt zu nutzen. Jedoch war sie es, die dieses Mal unterbrochen wurde, durch einen der beiden Schattengegner, die sie bereits verdrängt hatte. Darkrai, welcher mit Durchbruch direkt traf und Aurora zu Boden warf, direkt vor Zoroarks Füße. Tut mir leid, aber dein Sieg darf nicht geschehen. Wieder begann orangenes Licht, den Arm von Team Slash Kämpferin zu umgeben und eine Art Sphäre bildete sich. Plot-Sphäre! Die Sphäre traf ihr Ziel direkt. Genau, was Aurora zuvor bereits gehofft hatte. Nachdem die Sicht kurz verschwamm, fühlte sie all die Kraft wieder durch ihre Adern fließen. Zoroark schien die Fähigkeit nicht gekannt zu haben. Versuche nie eine wahre Plotkriegerin mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, Zoroark. Du bist wirklich seine Auserwählte, aber... Für ein Aber sollte keine Zeit bleiben. Ein wahres Schneegrab erfüllte die Arena und verdeckte jede Sicht. Doch zwei gelbe Punkte schienen durch das eisige Inferno hindurch. Und als die Sicht sich aufklarte, stand Zoroark sicher auf beiden Beinen, auch wenn ihre Mitstreiter geschwunden waren. Du kannst noch nicht bereit sein, Aurora! Die Zeit ist noch nicht gekommen! Dieses Mal hatte Aurora sich schnell entschieden. So vielsagend es auch wirkte. Auf noch einen Monolog Zoroarks wollte sie sich nicht einlassen.
Deswegen sprang sie sofort los mit aller Wucht und rammte Sorak, die anscheinend gedanklich völlig bei ihren Worten war. Für einen Moment schien die Gefallene völlig perplex, bis die Lautsprecher ertönten. Das Duell ist entschieden. Team Polana Vatras schreibt mit zwei klaren 2-0-Runden Geschichte und tritt in ihrer dritten Saison der Königsliga bei.